So, und damit herzlich willkommen zurück zu Tomb Raider Anniversary. Wieder im Croft Manor. Und wir können, glaube ich, hier hoch und dann hier ranspringen. Dann nach da. Und hopp. Und dann. Ich fürchte, ich muss eine neue Statue bestellen. Ja, und vielleicht auch ein Sound. Das geht wohl nicht mehr geräuscht. So. Einmal bitte den Bogen. Zierbogen. Großartig. Großartig. Können wir jetzt hier durch? Hallo. Das können wir wahrscheinlich nur mit Dings, wenn das hier Wasser ist. So. Okay. Dann war es das, glaube ich, hier für diesen Raum. Mehr gibt es hier, glaube ich, nicht zu sehen. So. Dann müssen wir nochmal gucken in diesem Trainingshalle. Was wir da noch machen können. Das war ja, glaube ich, hier. So. Ach ja, genau, wir konnten ja hier. So. Nee, warte mal. Quatsch, da oben. Also da hinten eher gesagt. Bei der Nummer 3. So. Zack. Nee, das wollte ich jetzt eher nicht. Weißt du was? Geht doch einfach so. Aha. Kann ich vielleicht den machen? Ah, da kommen wir jetzt aber nicht mehr hoch. Gut, dann halt nicht. So. Dann einmal hier hochklettern. Geht es auf Zeit? Willst du mich verarschen? Oh Mann. Ich bin schon wieder falsch. Zack, hallo? Nee, aber was hatte der? Was hat das denn geöffnet? Nicht geöffnet, gedingst. War das nicht der? Ich bin leicht verwirrt. Gucken wir mal hier. Da hinten ist auch noch ein Knopf. So. Ach, vielleicht war das das hier. So. Aha. Geht doch. Mir fällt gerade auf, wir haben wieder das normale Outfit. Das wurde wohl beim Neuladen zurückgesetzt. Vorher hatten wir ja dieses pixelige.
So. So. Ja. Okay. Scheinbar war das nicht allzu sehr so geplant. Schraubenschlüssel. Ich dachte, es wäre weg. Okay. Was du immer denkst. Ich glaube, dass wir das nochmal im Garten einsetzen können. Den Schraubenschlüssel. So. Da haben wir jetzt Wasser. Endlich. Jetzt aber schnell unter die Dusche. Okay. So, Dusche genug. Okay, nehmen wir mal den leeren Eimer hier. Danke. Famos. Famos. So, beim Kamin angekommen, können wir jetzt das Feuer mit diesem Eimer mit Wasser löschen. Ich hoffe, dass Winston das Feuer heute Abend wieder in Gang bringt. Ah, ja. Schon ein bisschen assi von ihr. Aber wir brauchen ja den Pfeil dahinter. So, und jetzt wieder rasch in den Garten. So, und dann hier die Sachen einsetzen. So und so. Zahnrad ist eingesetzt und dann gucken wir uns das Ganze mal an. Das ist ja herrlich grauenhaft. Eine Musikbox. Langsam komme ich voran. Ich weiß auch schon, wo wir die einsetzen können. Nämlich hier. So. Eine schöne Melodie. Finde ich auch. Quaffmauner benötigte Zeit 37 Minuten 27 Sekunden, 0 Kills, 4 Vorräte, 4 von 8 Artefakte, 0 von 0 Reliquien, gemeisterte Zeit, Spiel? Nö. Freigeschaltet, erneut Spiel, Musik, Galerien, Kommentare. Okay. Als Lord Byron der Seufzerbrücke im 19. Jahrhundert ihren Namen gab, stellte er sich vor, wie es für einen Gefangenen gewesen sein musste, noch einmal die Schönheit Venedigs zu sehen, bevor sich die Tore des Kerkers hinter ihm schlossen. In den Sommermonaten drohen Überschwemmungen, da ein Regenschauer mehrere Tage andauern kann. In diesem Fall bedroht der Piray-Fluss Santa Cruz de la Sierra und die Tiefebenen im Süden Boliviens. Okay. Kann ich auch von... Okay. Lustig. Da spiele ich auch immer meine Instrumente. Tipp! So, was haben wir hier noch?
Ah, hier können wir uns die ganze Musik anhören. Okay. Oh, ich liebe diese Musik. Was ist das? Was ist denn ein Torso-Feind? Ja, das hört sich auch an. Gut. Dann schauen wir uns jetzt im Menü noch die Belohnungen an und die ganzen Extras. Huch. So. Belohnungen. Spezialgeleitwort für die Fans. Hallo Leute, es ist kaum zu glauben, dass das erste Tomb Raider Abenteuer und Lara Croft nun schon 10 Jahre alt sind. Damals steckte die 3D-Technologie noch in den Kinderschuhen und die Technik und das Gameplay von Tomb Raider wurden als Meilensteine gefeiert. Eine mächtige Heldin, epische Schauplätze und eine Welt, die dem Spieler nie dagewesene Möglichkeiten bot, sorgten dafür, dass sich Tomb Raider deutlich von anderen Titeln abhob. Heute, 10 Jahre später, hat sich einiges geändert. Es gab gewaltige Fortschritte bezüglich der Leistungsfähigkeit der Hardware und der Qualität der Spielerfahrung. Diese Entwicklung und Laras spieltechnisch 10. Geburtstag waren für uns Grund genug, basierend auf dem Originalspiel ein brandneues Abenteuer zu entwickeln, das weit mehr sein sollte als ein simples Remake. Schon bei unserem ersten Meeting waren wir uns einig, dass das Spiel ein Dankeschön für die langjährigen Fans der Serie sein sollte. Gleichzeitig sollten allerdings Spieler, die Laras Debüt vor 10 Jahren verpasst haben, die Chance erhalten, ihr erstes Abenteuer nun doch zu spielen. Wir wollten alle Komponenten, an die sich die Leute erinnern, übernehmen und einige neue Elemente einbauen, um auch altgediente Fans der Serie zu begeistern. Es war ein hartes Stück Arbeit, das optimale Verhältnis aus nostalgischen und brandneuen Elementen zu finden und das Gefühl der Isolation des Originalspiels auch in der Neuauflage umzusetzen. Darüber hinaus haben wir die Story erweitert und gestrafft, um das ganze Potenzial der Geschichte auszuschöpfen und dem Spieler einen tieferen Einblick in die Persönlichkeit der einzelnen Charaktere zu gewähren. Und obwohl das Spiel in weiten Teilen eine Kopie des Originals ist, haben wir die Möglichkeit genutzt, um einige Aspekte des Gameplays, Laras Bewegungen zum Beispiel, zu modernisieren. Das Alte und das Neue, das Vertraute und das Unbekannte, das Wechselspiel zwischen der Vergangenheit und der Gegenwart, das im Zentrum jedes Tomb Raider Abenteuers steht, stand auch bei der Entwicklung dieses Spiels im Vordergrund. Ein Spiel, das sich an seinem Vorgänger orientiert und gleichzeitig als eigenständiges, packendes Abenteuer Bestand hat. Das Spiel, das Sie gerade geladen haben, ist das Ergebnis dieser Ideale. Wir alle hoffen, dass Sie bei der Suche nach dem sagenhaften Zieren von Atlantis viel Spaß haben und schon heute gespannt sind, was Lara und Tomb Raider in den nächsten 10 Jahren in petto haben. Viel Spaß beim Spielen und danke, dass Sie uns 10 Jahre lang die Treue gehalten haben. Jason Botter, Creative Director, Tomb Raider Anniversary. Okay, Filmsequenzen, ja, das wissen wir eigentlich alles schon. Genau, Galerien. Galerie über Laras Wurzeln. Ah. Konzeptzeichnungen hier. Okay, interessant. Pierre. Verlorene Insel. Das finde ich aber nur nice aus. Ja. Das auch sehr, sehr, sehr schön. Okay, was haben wir hier noch? Atlantische Kreaturen. Ah ja. Alter. Die sehen halt schon verdammt eklig aus. Objekte und Artefakte. Ja. Der Sion. Okay. Ja. Werbematerialgalerie. Okay. Tomb Raider 1, Tomb Raider Anniversary, Peru-Galerie. Ah ja, da sieht man auch nochmal, wie sich das verändert hat in 10 Jahren. Ja, ist halt schon krass.
Okay. Das war's, glaube ich, von den Galerien, Biografien. Lara Croft. Lara Croft ist eine Abenteurerin. Was? Ach, Globetrotterin. Und Archäologin mit einer Schwäche für Grabkammern und Reliquien. Ihre Leidenschaft gilt der Erforschung der Geheimnisse antiker Zivilisationen. Lara ist durchtrainiert, spricht ein Dutzend Sprachen und schreckt vor nichts zurück, um ihre Ziele zu erreichen. Larsen? Larsen hat 7 Jahre als Leutnant im Special Ops Corps der US Marines gedient. Nach einer gewaltsamen Auseinandersetzung mit seinem Fortgesetzten, Einzelheiten dieser Auseinandersetzung wurden nie bekannt, wurde er unehrenhaft entlassen. Nach seiner Entlassung aus dem Militärgefängnis nutzte Larsen sein militärisches Know-how und arbeitete sehr erfolgreich als Söldner für verschiedene Privatarmeen in aller Welt. Da er neuerdings für Netlar Technologies arbeitet, kreuzen sich seine Wege einmal mehr mit einer altbekannten Gegnerin, Lara Croft. Altbekannt? Okay. Kit, beziehungsweise Jerome the Kid Johnson. Bis zu jenem schicksalhaften Tag, an dem er und seine Bande versuchten, Jacqueline Nadlers Limousine zu knacken, war Jerome the Kid Johnson ein kleiner Gangster in Los Angeles. Nadlers Leibwächter Kincaid ließ lediglich Kid auf Geheiß seiner Arbeitgeberin mit dem Leben davonkommen. Schließlich brauchte Nadler in der Unterwelt der Westküste einen Spitzel und Kid war für diesen Job wie geschaffen. Obwohl er Kincaid die Ermordung seiner Blutsbrüder hasst, ist Kit klug genug, um seinen Rachgelüsten nicht nachzugehen. Huch. Hallo? Code. Kincaid ist Jacqueline Nadlers Leibwächter. Niemand weiß, warum dieser brutale und skrupellose Killer scheinbar freiwillig für sie arbeitet. Immerhin saß Kincaid 15 Jahre im Gefängnis, nachdem ihm die Polizei auf frischer Tat bei einem brutalen und beunruhigend durchdachten Mord festgenommen hatte. Den Beinamen Cold erhielt er im Gefängnis, wo er aufgrund seines soziopathischen Verhaltens und der ungeklärten Todesfälle einiger Zellgenossen den größten Teil seiner Strafe in Einzelhaft verbrachte. Allerdings scheint er seine Talente während seiner Haftstrafe nur noch verfeinert zu haben. Trotz der heftigen Proteste des Anstaltspsychologen wurde er schließlich auf Bewährung entlassen und in die Obhut von Jacqueline Nadler übergeben. Ja, das erklärt, glaube ich, auch nochmal, oder lässt uns besser nachvollziehen, warum Kit Cold umgebracht hat. Outfits, achso, ja, das haben wir ja alles schon angeguckt. Zurück. Reliquien. Ja, das können wir auch. Musik können wir auch. Das Team. Ja, Kommentare. Hofft nur. Hallo? Kommentare? Nee. Okay, keine Ahnung. Sheets, das können wir auch. Okay. Dann, das war Tomb Raider Anniversary. Bis zum nächsten LP.